Aber was soll ich machen, wenn die mir alle schon entgegengelaufen kommen? Das ist ja furchtbar. Komm, dann lauf erstmal hier hinten entlang. Ich hätte natürlich auch zwischendurch unter Glück speichern können, gebe ich zu, hätte ich machen können. Habe ich natürlich nicht gemacht. Warum auch? Das Blöde ist halt, dass wir hier kein Untergrund-BMT oder sowas dabei hätten. Dann wäre das Ganze wesentlich einfacher. Also als erstes müssen wir das fucking UFO finden. Das ist schon mal unser erstes Ziel. Motor an. Ingenieur meldet sich. Elegant gerade die Patrouille umgang. Voll in einen Titan rein. Scheiße. Also man muss sich hier tatsächlich erstmal den optimalen Weg rausgucken. Würde ich mal sagen. Wenn ich mir das mal so angucke. Scheiße. Ich gucke jetzt am besten erstmal, wie ich zum UFO komme. Vielleicht kann ich ja tatsächlich auch die ganze Scheiße hier umgehen, indem ich einfach unten rumlatsche und nicht oben rum. Also man hat hier, glaube ich, hier vorne irgendwie gesehen, da gibt es nämlich eine Rampe, die nach unten führt. Da ist ein Tor der GDI. Das habe ich mir gedacht. Irgendwo hier war doch das UFO. Da ist das UFO. Gut, das heißt, wir brauchen nämlich gar nicht den Weg gehen, den er uns vorgibt. Starten wir die Mission nochmal neu. Die Mission, wie gesagt, ist die Mission, die ich noch nie geschafft habe. Noch nie. Doch ein einziges Mal habe ich sie geschafft. Aber auch nur, weil mein Kumpel mir da damals erzählt hat, wie die funktioniert. Welchen Weg man genau gehen muss. Weil hier muss man tatsächlich einen Weg ganz genau gehen. Ansonsten habt ihr gesehen, was dabei rauskommt. Oh, jetzt kommt schon wieder einer angelatscht, ey. Verbiss dich, Junge. Wir müssen echt so elegant die Patrouillen umgehen. Das ist nicht normal. Also, Wahnsinn. Ich wette mal, der Zipi kennt den Weg in- und auswendig. Ich kenne ihn nicht in- und auswendig, gebe ich zu, weil ich habe Tiberian Sun ist tatsächlich der Teil von Command & Conquer, den ich am schlechtesten kenne. Also das hatte ich ja auch schon bei der GDI gesagt. Weil ich habe das noch nie geschafft, beide Seiten durchzuspielen. Gut, GDI habe ich ja jetzt geschafft. Sonst wären wir ja jetzt... Hoppla, nicht hier. So, da speichere ich jetzt erstmal unter Glück. Denn bisher lief das glücklich. Das Gute ist ja, wir haben gesehen, das UFO ist unten. Das heißt, wir müssen uns wirklich unten entlang bewegen. Um irgendwie den GDI-Patrouillen aus dem Weg zu gehen. Stichwort Titan, sag ich nur. Oh, da kommt er genau vorbei, ihr Arsch! Mann! Genau in dem Moment, wo ich da durchfahren will, genau dann kommt der Penner vorbei, ey. Das ist typisch KI, ey. Das ist so typisch KI. Unglaublich. So ein schweinisches Glück haben nur die. Muss ich jetzt hier die Rampe hoch? Nee, ich glaube nicht. Oder? Doch, hier muss ich hoch. Scheiße. Dann Sackgasse. Ich hoffe nicht, dass es... Doch, es ist eine Sackgasse. Nein! Einheit bereit. Verstanden. Ingenieur meldet sich. Erwarte Anweisung. Das ist eine komplette Sackgasse, ne? Jo, das ist eine komplette Scheiße. Ich bin gegen den Gegner komplett in die Falle gegangen. Fuck! Nicht gut. Laden. Sir, Ingenieur meldet sich. Aber immerhin, dann können wir der Patrouille vielleicht komplett aus dem Weg gehen. Das ist vielleicht auch ganz gut. Bei meinem Glück fahre ich jetzt genau in den GDI-Vorposten rein. Nee, aber da kommt mir schon ein GDI-Wicht entgegen. Das ist ja richtig fies. Das ist ja richtig fies hier. Ja, super. Genau das habe ich mir gedacht. Genau das habe ich mir gedacht. Wir sind genau reingefahren. Klasse, der greift genommen. Oh, nee, hier sitzen wir in der Falle. Okay, laden. Scheiße. Okay, dann sammelt euch da. Scheiß die Wand an, ey. Das ist eine Mission, die ist richtig scheiße. Und du hast keinerlei Hinweise, wo der Absturzstelle ist, geschweige denn, wo der Zug hinfährt. Du weißt gar nichts. Das Einzige, was du weißt, ist, dass ihr die Zeit im Nacken sitzt. Und die GDI. Ich weiß zwar nicht, was schlimmer ist. Ich würde mal sagen, die Zeit, aber GDI ist auch nicht gerade besser. Ah, danke, Jungs, dass ihr uns vorbeilässt ohne weiteres. Das finde ich gut.
Tief in euren Herzen seid ihr doch reine Brünnott-Brüder. Gebt es zu. Ingenieur meldet sich. Was ist eigentlich, wenn ich jetzt direkt nach oben fahre? Meine Fresse, nicht stehen bleiben, weiter. Ingenieur meldet sich. Da ist er. Einheit verloren. Einheit verloren. Kein Problem. Was ist, wenn der kaputt geht? Ja. Sieht aus, dass alles klar wird. Ja. Einheit verloren. Ingenieur meldet sich. Nein, die Ingenieure! Ah, Scheiße, wieso haben die sich nicht mitbewegt? Ach, Mann. Verstärkung ist ein. Ich wollte den Scheiß Zug kriegen. Verdammt nochmal. Jungs, ihr seid hier falsch. Dieser scheiß Titan, ne? Oh. Den müssen wir umgehen. Das ist echt die halbe Miete, den zu umgehen. Zum Glück sind die Granatwerfer hier so ungenau geworden. Oh. Weiter, 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 weiter. Lauft, 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 lauft. Weiter, weiter, weiter. Wir müssen da hoch, glaube ich. Lauft einfach, komm. Lauft. Es geht um die Zukunft von Nord. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Fangt diesen scheiß Zug ab. Da sind sie. Zerstört die Lok. Einheit verloren. Ich glaube, das war die Lok. Einheit verloren. Einheit verloren. Ja! Ja! Scheiße! Alter! Ja! Wir haben ihn abgefangen, den Tacitus! Oh, Alter! Scheiß auf die Effizienz. Echt, wir haben diese Scheißmission geschafft. Mann. Geil. Das Schiff ist ausgeräumt, Sir. Wir können es jetzt in das Kraterloch runtersprengen. Und der Tacitus? Wir haben kein solches Objekt vorgefunden, Sir. Der Tacitus ist die Quelle, Slavik. Seine Tiberium-Kenntnisse können Imperien schaffen oder vernichten. Findet ihn! Schaff diesen Tacitus ran. Oder ich begrabe euch alle in dem Krater. Jawohl, Sir. Moment, Sir, da bewegt sich was. Kabal, zurückspulen. Vergrößern. Schrittweise vor. Drehen. Stoppen. Extrapoliere fehlende Daten. Mutanten. Kabal. Wo finde ich die Schlampe? Die Wahrscheinlichkeitsberechnung ergibt gleich große Chancen für die GDI-Krankenkolonie nahe Provo und die unterirdische Bahnlinie in der Nähe von New Detroit. Die Entscheidung liegt bei Ihnen, Commander Slavik. Zwei Missionen. Aber welche davon ist die richtige? Ihr müsst die Krankenkolonie in dieser Region finden, ohne zu früh von der GDI geortet zu werden. Das hätte die sofortige Evakuierung des Stützpunktes zur Folge. Um das zu verhindern, solltet ihr vielleicht erst die drei Sensorentürme zerstören, die den Stützpunkt schützen. Unsere neue Artillerie sollte für diese Aufgabe mehr als ausreichen, selbst in euren Händen. Sobald ihr in dem Stützpunkt seid, sollte die Gefangennahme der Mutantin leicht sein.
Die Artillerie ist da. Die ist so geil und so tödlich. Die Mutantin versucht vielleicht, das unterirdische Bahnsystem in New Detroit zu erreichen. Greift an, damit ihr den Bahnhof kontrolliert, bevor sie ankommt. Wenn sie in den Zug steigt, müsst ihr ihn sofort stoppen. Das ist vielleicht eure letzte Chance, diese Missgeburt zu fangen. Wir nehmen mal die Mission. Oh, mit Basis! Neue Baumöglichkeiten. Und Cabal weiß übrigens auch, wie die Person heißt. Das ist unheimlich, Cabal. Woher weißt du ihren Namen? Bau abgeschlossen. Vor allem hoffe ich, dass ich trotz Slaviks Beleidigung mir jetzt keinen Strike fange. Sonst muss ich mich nämlich bei ihnen bedanken. Dann heißt es dann, danke Slavik. Dank dir habe ich jetzt einen Strike gekriegt. Das wär's. Das wär's echt. Ich hoffe, dass diese Mission die richtige ist. Ich hoffe es echt. Ich hoffe es inbrünstig. Alter Schwede, ich hab diese eine Scheiß-Mission, ich hab die geschafft, ey. Leck mich am Arsch, du. Ist das geil. Und wir haben jetzt endlich die Artillerie. Die ist so hammermäßig geil. Die haut alles weg. Egal ob Gebäude, egal ob Cyborgs, egal ob Panzer, die haut alles weg. Das interessiert die einfach nicht, was das ist. Die wämst alles weg. Bau abgeschlossen. Neue Baumöglichkeiten. Es hört sich falsch an, ich weiß, aber es ist echt so. Die wämst echt alles weg. Bau abgeschlossen. Ist das geil. Wird gebaut. Leute, wir machen Fortschritte. Es läuft echt gut, muss ich sagen. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass es so gut läuft. Ich habe echt gedacht, ich hätte mehr Schwierigkeiten mit der Mission. Zugegeben, ein paar Mal ist es in die Hose gegangen. Ja, aber mein Gott. Dafür habe ich mich gar nicht so schlecht angestellt. Dafür, dass ich die Mission so schlecht kenne, muss ich tatsächlich sagen. Ich hätte echt gedacht, ich hätte mehr Schwierigkeiten damit. Oh, die Artillerie ist einfach nur genial. Die ist echt super. Okay, also wenn ich das richtig sehe, hat der Gegner zwei Zugangspunkte, von denen aus er kommen kann. Es sei denn natürlich, er nutzt seine heißgeliebten Amphibien-BMTs. Dann hat er mehr Möglichkeiten. Dann bauen wir nochmal ein drittes Kraftwerk. Bau abgeschlossen. So. Nein, wir bauen erstmal eine Hand von Nott, damit wir die Waffenfabrik bauen können. Ist das geil, ey. Wir haben die Mission echt geschafft, ey. Bau abgeschlossen. Ist das cool. So, Hand von Nott, die übrigens immer noch recht scheiße aussieht. Ah, wir können jetzt Mauern und Tore bauen und Betonplatten, obwohl wir die Betonplatten gar nicht brauchen. Also die sind hier tatsächlich wirklich nur zur Zierde da. Weil ich glaube nicht, dass wir nochmal gegen Nott-Anhänger hier kämpfen werden. Das würde mich wundern. Weil nur Nott hat Untergrundfahrzeuge und die GDI nicht. Die GDI hat eigentlich wirklich nur, wenn überhaupt, dann Fahrzeuge, die auf Wasser gleiten können oder schwimmen können oder wie auch immer. Aber nichts irgendwie, was für den Untergrund wäre. Im Untergrund ist mehr die Bruderschaft unterwegs. Ist das cool. Zu wenig Geld. Mission mit Basis. Also sowas ist mir immer sympathisch, so eine Mission mit Basis. Finde ich immer cool. Und sobald ich die Waffenfabrik habe, baue ich gleich erstmal zwei weitere, sag schnell, zwei weitere, meine Fresse, zwei weitere Sammler. Bau abgeschlossen. Neue Baumöglichkeiten. Da ist kurz mal das Gehirn ausgegangen. So, dann bauen wir noch nebenbei die Funk- und Radarzentrale, damit wir auch was sehen können. Ne, denn ich möchte nicht blind sein. Also Blinde sind tatsächlich nicht zu beneiden. Davon mal ab. Oh, wir haben die Mission geschafft, ey. Ich bin richtig aufgedreht jetzt gerade, weil ich die Mission geschafft habe. Kann aber auch im Kaffee liegen. Aber ich glaube eher, das liegt daran, weil ich diese fucking Mission geschafft habe, ey. Und dann so gut auch noch. Ja gut, die Effizienz sagt zwar was anderes, aber es ist mir scheißegal, was die Effizienz sagt. Echt, ich habe diese scheiß Mission geschafft. An der bin ich damals verzweifelt. An dieser Mission. Die Brücke hier ist kaputt, okay. Können wir die Artillerie eigentlich schon bauen?
Ne, bisher nicht, aber wir können die Not-Mods jetzt bauen. Immerhin, schon mal ein kleiner Fortschritt. Also ich glaube, die Not-Kampagne ist auch nicht so lang wie die GDI-Kampagne. Jedenfalls kann ich mich... Ich meine, das Let's Play vom Dennis war wesentlich kürzer von Not als von GDI. Also das GDI-Let's Play von ihm war ja mit meinem ungefähr auf gleicher Höhe. Ich glaube sogar, das war auf gleicher Höhe. Ich glaube, wir hatten beide gleich viele Parts. Weil die GDI-Kampagne, wenn man alle Missionen spielt, ist sie tatsächlich lang. Muss man tatsächlich sagen. Aber ich finde es gut, dass es diese Möglichkeit tatsächlich gibt. Die gab es ja im Tiberium-Konflikt nicht. Da gab es ja, da hatte man zwar die Auswahl, aber... Ah, die Flakstellung ist auch da, okay. Einheit bereit. Die Flakstellung ist jetzt also auch da. Beziehungsweise die Flarak-Stellung. Für mich ist es weiterhin die Flarak-Stellung, nicht die Flakstellung. Kraftwerk. So, Silos können wir nochmal bauen. Es wäre jetzt nicht unbedingt erforderlich, aber wir bauen es trotzdem mal. Bau abgeschlossen. Zwei Silos sollten reichen. Dann fangen wir direkt an mit Panzerbau. Weil die brauchen wir definitiv Panzer. Denke ich mal. Zu wenig Geld. Ich kann die mobile Sensoreneinheit bauen. Ja, toll. Das bringt mir auch jetzt sehr viel. So, das zerstören wir schon mal. Spielerfarbe ist übrigens gelb hier. Ist auch interessant. So, die Artillerie können wir also noch nicht bauen. Spannend. Einheit bereit. So, der Sammler fährt nach oben zum Sammeln. Überlege ich jetzt gerade, brauche ich jetzt wirklich irgendwie Abwehr, also sprich Flakstellung oder vielleicht auch Lasertürme, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Die Karte geht auch sehr in die Länge, fällt mir gerade mal so auf. Ich hoffe, dass er mir nicht mit Zeit oder so eine Scheiße ankommt. Benutze die beiden mal zum Spähen. Hui, da ist ein Werwolf. Weil ich die jetzt gerade ernsthaft provoziere? Scheiße. Einheit bereit. Ah, ich habe ja meine Artillerie, die Sir. Funktioniert ja. Einheit bereit. Ja, Sir. Sir? Motor an. Ich habe ja meine Artillerie, ne? Die bombt alles weg. Sir? Erledigt, ja? Ja? Ja, ja Sir? Sir? Erledigt. Einheit bereit. Einheit verloren. Wie man sieht, der Werwolf ist weg. Ja, genauso wie die Cyborgs. Also Cyborgs bzw. Mutanten sind hier echt machtlos. Das sind Mutanten, okay. Das war also das, was da so rumlief. Stimmt, das sind Mutanten. Oder sollen Mutanten darstellen. Stimmt ja. Schade, die Artillerie kann ich nicht bauen. Die ist echt hammermäßig. Die ist echt klasse. Ihr seht es ja, die trifft wirklich mit hundertprozentiger Präzision. Und die hat eine riesen Reichweite. Also die kommt sie jetzt zwar nicht darüber, aber sie kommt locker bis zur Brücke. Habt ihr ja gesehen. Bis dahin kann sie schießen. Also das ist echt schon eine enorme Reichweite. Gegenüber den Hammer der Gnade ist das wirklich eine riesen Verbesserung, die die Bruderschaft gemacht hat, was die Artillerie angeht. Gut, dass ich so viel Geld habe, echt. Einheit bereit. Aber ich baue trotzdem keine zweite Waffenfabrik. Könnte ich zwar machen, das würde die Produktion steigern. Zu wenig Geld. Ich dachte gerade, die Artillerie Feuer. Nee, das war nur die Musik. So paranoid ist man schon im Kopf. Denkt mal so, scheiße, ich werde angegriffen. Ja, nee, das ist nur irgendwie... Einheit ich glaube, ich stelle mal 4 zur Verteidigung ab. Vorsichtshalber, man weiß ja nie, was der Gegner so alles auf einen hetzt. Ja, hier. Einheit bereit. Wieso sammelst du da jetzt mit? Da sind doch 3 Sammler in Gange, oder was? Und da oben nur einer, oder wie darf ich das Einheit jetzt verstehen? Bereit. Ich muss sowieso vorsichtig sein. Ich glaube, so viel Tiberium haben wir gar nicht mehr. Also hier unten jedenfalls nicht mehr. Oben haben wir noch genügend, aber hier unten ist so ein bisschen kritisch. Einheit bereit. Oh, der hat blaues Tiberium dabei. Sehr schön. Immer her damit. Jedes bisschen Tiberium, das wir kriegen können, nehme ich mit. Kurz mal gucken. Aufnahmezeit.
Oh, das ist ja noch ein bisschen was. Ja, hier. Bisschen Zeit haben wir noch, Freunde. Ein bisschen Einheit mehr. Wir haben nur über eine Stunde Zeit. Bis dato kann noch viel passieren. Ah, echt geil. Also wir haben mit Blackout angefangen, die haben wir geschafft. Dann die Mission danach, die haben wir geschafft. Wir haben die Scheißmission geschafft. Das relativ schnell noch dazu. Also echt geil, muss ich Einheit echt sagen. Wenn bereit. Das so weitergeht, dann können wir ja fast schon bald mit Mafia anfangen, wa? Das müsste ja jetzt schon die achte oder neunte Mission ist das, glaube ich, jetzt sogar schon. Das habe ich mir gedacht. Da kommt schon der erste Titan angeschissen. Ja, ihr? Sir? Ja, ihr? Servo haben einreicht. Auto haben wir installiert. Nicht meine Artillerie. Das ist gemein. Ja. Sir? Gut, also der Gegner kommt hauptsächlich von da. Dann werde ich mal meine Panzer da abstellen und meine Artillerie mit. Damit sie geschützt ist. Und dann kommt er von oben. Das wäre so richtig kacke. Aber das wäre so richtig typisch KI auch. Einheit bereit.